Wie funktioniert eigentlich Essen auf Rädern? Das sind Herr und Frau Müller. Gemeinsam wohnen sie in ihrem kleinen Haus am Stadtrand. Dort möchten sie so lange wie möglich leben. Früher haben sie mittags immer gemeinsam gekocht, doch in der letzten Zeit fühlen sie sich dafür nicht mehr fit genug. Zum Mittagessen gibt es deshalb häufig nur einen Joghurt. Ihre Tochter Karin ist darüber entsetzt. Für sie ist es wichtig, dass ihre Eltern täglich ein leckeres Mittagessen bekommen. Sie findet, dass Essen auf Rädern eine gute Lösung für sie wäre. Die beiden sind skeptisch. Wie funktioniert das denn eigentlich? Karin weiß, dass Appetito Essen auf Rädern anbietet und mit verschiedenen Verbänden kooperiert. Dabei kann aus einer großen Menüvielfalt ausgewählt werden. Außerdem werden verschiedene Salate, Kuchen und Desserts angeboten. Sie hat gehört, dass bei Appetito nur beste Zutaten verwendet werden. Deshalb sind die Menüs von ausgezeichneter Qualität. Einige Gerichte sind sogar DLG-zertifiziert. Karin setzt sich an den Computer und informiert sich weiter über den Mahlzeitendienst von Appetito. Sie findet heraus, dass es flexible Lieferoptionen gibt und sie zwischen der täglichen Heißauslieferung und der wöchentlichen Lieferung tiefgefrischer Menüs wählen kann. Sie findet es super, dass es keine Vertragsbindung gibt und die Menüs zuverlässig nach Hause geliefert werden. Im Internet ist sie außerdem auf die Mahlzeitendienst-Suchmaschine von Appetito gestoßen. Dort kann sie die Postleitzahl des Wohnortes ihrer Eltern eingeben und bekommt verschiedene Mahlzeitendienste vorgeschlagen. Sie wählt einen Mahlzeitendienst aus und bestellt telefonisch das Lieblingsessen ihrer Eltern. Sie weiß, dass sie je nach Lieferoption auch per Mail, mithilfe eines Bestellscheins oder über den Onlineshop bestellen kann. Bereits am nächsten Tag klingelt ein freundlicher Menükurier an Herr und Frau Müllers Tür und bringt ihnen leckere Mittagsmenüs. Die beiden sind begeistert. Das Essen schmeckt ihnen sehr gut. Ab jetzt bestellen sie ihr Mittagessen regelmäßig bei dem Mahlzeitendienst ihrer Wahl. Und auch Karin ist zufrieden und freut sich, dass sie das Problem ihrer Eltern lösen konnte.